Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fernsehzuschauer. Den zweiten Teil unserer Sendung Lampenfieber, ein ungewöhnlicher Theaterbesuch, eröffnete das Orchester des Landestheaters Halle unter Leitung von Generalmusikdirektor Horst Tanu-Markgraf mit der Polonaise aus der Oper Boris Godunow von Modest Mussorgsky. Wenn man von Besonderheiten des Landestheaters Halle berichten will, dann muss man, glaube ich, unbedingt die großartige Arbeit des riesigen Balletts und die ausgezeichneten Choreografien und Einstudierungen seines Ballettmeisters, Herrn Haas, erwähnen. Und wir freuen uns, dass wir Herrn Haas hier an unserer Seite jetzt recht herzlich begrüßen können. Dankeschön, Herr Peter. Herr Haas, Ihre Arbeit zeichnet sich besonders dadurch aus, dass Sie im Laufe der Jahre, die Sie schon hier sind, ich glaube die achte Spielzeit ist wohl in Halle, eine ganze Reihe von neuen Balletten herausgebracht haben. Vielleicht können wir einige Beispiele nennen. Es ist sozusagen ein Anliegen der Gesellschaft an mich, neue Ballette zu entwickeln, weil ich, glaube ich, gute Maßarbeit geleistet habe. Und ich glaube, was mich persönlich als Choreograf befriedigt, ist das Sklavenballett, welches in Leipzig und in Berlin nachgespielt wurde. Das hat mich besonders gefreut und in Warschau auch einen großen Erfolg hatte. Nehme ich an, das ist ein guter Wurf gewesen. Das Libretto war ebenfalls von Ihnen, ja? Das habe ich geschrieben, ja. Und dann aus vergangenen Zeiten, als ich hier gleich angefangen habe, habe ich ein Ballett geschrieben. Es war Kreuzbau Rieke aus den Befreiungskriegen. Das ist auch nach meiner Meinung eins der gelungensten Sachen. Nicht alles gelingt. Und dann war ein kleines Ballett unter dem Titel Froschzarin, das ist bis jetzt in der Republik an 8, 9 Theatern gelaufen. Ich freue mich, das berichten zu können. Ja, und natürlich interessiert dann immer wieder das, was Ihre Perspektive ist, woran arbeiten Sie zurzeit, was hat das Hallenser Publikum zu erwarten? Also zurzeit, und zwar stehen wir sozusagen an der Schwelle der Premiere, das ist Jan von Zerissa mit der Musik von Werner Egk, der in München zu Hause ist, und ich glaube, dass den Hallensern dieses Ballett besonders gefallen wird, weil es in der Annalen einer der besten Ballette Eggs eingegangen ist, außer Abraxas noch. Gibt es noch etwas Aktuelles, beziehungsweise wieder etwas, was einen gewissen märchenhaften Charakter hat? Ja, also ich habe etwas aus der Ameisenwelt geschrieben, und zwar nicht für Ameisen, sondern für Tänzer gedacht. Ja. Das ist so eine kleine Episode nach Krylov, die Ameise und die Grille, das beinhaltet ungefähr den. Also das wollten wir für unsere Kinder von 6 bis 60 Jahren schreiben. Das ist schön. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, Gelegenheit gehabt zu haben, Herrn Haas, wie gesagt, das gehört unbedingt mit zu einem Hallenser Theaterbesuch, hier vor Mikrofon und Kamera
gehabt zu haben. Wir wünschen weiterhin toi 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 für Ihre persönliche Arbeit und die der Damen und Herren vom Ballett. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Und wir haben Gelegenheit, noch einmal die großartige Koloraturstimme von Renate Kramer zu erleben in Rezitativ und Arie der Violetta mit dem Textbeginn "Es ist seltsam" aus Giuseppe Verdis La Traviata. Renate Kramer. Für mich ein Ur.
Meine verehrten Zuschauer und Zuhörer, in Vorbereitung auch dieser Sendung habe ich mir erlaubt, wieder einmal in den Vorstellungsberichten herumzublättern. Sie kennen vielleicht aus vergangenen Sendungen, dass es da manchmal ganz originelle Dinge gibt. Zum Beispiel hier nach der Drei-Groschen-Oper-Aufführung berichtet man einmal unter Bemerkungen oder besondere Vorkommnisse 4 Minuten Pausenverzögerung, weil der Gefängniswagen noch im Magazin stand. Oder Traviata, die Perücke von Frau X war gestern Abend anderweitig benutzt worden und in sehr unordentlichen Zustand abgelegt. Das ist auch hübsch. Verspäteter Beginn, da keine Zigaretten da waren und erst geholt werden mussten. Axel an der Himmelstür. Lakonisch lasse ich eines Tages mal diese Meldung. Bett muss repariert werden. Volpone. Das ist auch niedlich hier. Nabucco. Im 5. Bild, in Klammer Freiheitschor, hat sich ein Techniker in die linke hintere Tür gestellt und zugesehen. Man soll der neu eingestellte Techniker auf die Geflogenheiten der Bühne aufmerksam machen. Das stimmt allerdings. Und hier so eine hübsche Sache. Um 17 Uhr noch keine Feuerwehr im Hause. Es wurde von uns erst angerufen und wir mussten warten, bis sie kam. Eckensteher hieß das Stück. Traviata, das ist ja merkwürdig. Im 2. Bild muss unbedingt die Tür renoviert werden. In Klammer, sie ist schief. Die Wand hängt gewölbt, das Landhaus gleicht dadurch einer Ruine. Und sehr hübsch hier aus Feuerwerk. Gartenzwerg war nicht in Ordnung gebracht. Maus in Klarinette fehlte. Und so könnte man stundenlang noch weiter berichten. Das war nur aus einigen Monaten. Aber das ist immer sehr, sehr drollig, wie gesagt, was so an kleinen Dingen passiert, die natürlich im Moment wahrscheinlich oft sehr, sehr ärgerlich sind. Hier aber passiert es, dass wir unser Programm fortsetzen mit 3, ich hoffe, Ihnen freudebereitenden Ausschnitten aus der Oper Der Barbier von Sevilla von Rossini. Diese Oper wurde vorhin schon vom Intendanten erwähnt. Wir erleben Hans-Jürgen Wachsmuth, einen jungen Tenor, der erst seit 1965 zu diesem Ensemble gehört. Anschließend noch einmal Hans-Martin Nau als Bartolo, einen Doktor meinesgleichen, singt er. Und dann die dramatische Altistin Helga Theiss, die über Stralsund, Görlitz, Frankfurt, Neustrelitz, ebenfalls 1965 nach Halle kam, in der Arie der Marzelline sich vermählen will der Alte. 3 Kostproben aus dem Barbier von Sevilla. Seelen fern.
dieser Lust. Ach, Stunde der Liebe, oh, seliges Entzücken. Ach, Stunde der Liebe, oh, seliges Entzücken. Aus deinen holden Blicken der Himmel mir erstrahlt, ja, mir erstrahlt, ja, mir erstrahlt, ja, der Himmel mir ein. Schwimmt Rosine dann in Zern.
Nicht wird sie im Weinen stören. Die Zeit ist zu vertreiben. Magst du dann noch Briefe schreiben? Ungewisse Schluss und Regel. Bringe nicht dein Lüftel ein, du musst dich dann nicht verzieh. Meine Stimme, wie sich selber dann erscheinen wird, dann trotzdem allein. Wie sich selber dann erscheinen wird, dann trotzdem allein. Wie sich selber dann erscheinen wird, dann trotzdem allein. Ja, so hübsch allein, so hübsch allein. So hübsch allein, wie sich selber dann erscheinen. Dann trotzdem hübsch allein, wie sich selber dann erscheinen wird, dann trotzdem allein. Wie sich selber dann erscheinen wird, dann trotzdem allein. So hübsch allein, so hübsch allein, so hübsch allein, so hübsch allein. Einen Doktor zu betrügen, muss sich schlau zu werden. Ja, einen Doktor zu betrügen, muss sich schlau zu werden. Schwimmt Rosine dann im Zähren, nicht wird sie im Beinen stören, bis ich selber dann erscheine, bleibt das Päumchen hübsch allein. Bleibt das Päumchen hübsch allein. Bleibt das Päumchen hübsch allein. Ja, bleibt das Päumchen hübsch allein. Ja, bleibt das Päumchen hübsch allein. Hübsch allein, ja, hübsch allein. Auf unserem Programm, meine Damen und Herren, finden wir noch einmal zwei Ausschnitte aus Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, und zwar aus Mozarts Figaros Hochzeit hören wir die Kabatine der Gräfin, dargeboten von Eva Hasbecker, die wir vorhin schon einmal kennenlernen konnten. Und danach ebenfalls aus Figaros Hochzeit die Canzone des Cherubin, sagt heute Frauen, dargeboten von einer noch sehr jungen Sängerin, Elisabeth Hinze, die in Berlin studierte und seit 3 Jahren zum Ensemble in Halle gehört. Zwei charmante Damen, Eva Hasbecker, Elisabeth Hinze, mit 2 Kostproben aus Mozarts Figaros Hochzeit. Thank you.
Auch Verdis weltberühmte Oper La Traviata in der textlichen Neufassung von Walter Felsenstein finden wir hier im Spielplan des Landestheaters in Halle. Aus Traviata erleben wir jetzt das Duett Violetta Alfred, den Tag vergesse ich niemals mehr. In der Gestaltung von Renate Kramer, einer jungen Koloratursopranistin, die uns in einer ähnlichen Sendung schon einmal begegnet war, die wir seitdem in mehreren Rundfunkproduktionen immer wieder einsetzen konnten, die in der Sendung Schöne Stimmen unser Gast war und die leider, für Halle muss ich sagen, leider von Halle weg nach Berlin zur Komischen Oper, zu Walter Felsenstein geht. Und gemeinsam mit Kammersänger Fritz Steffens gestaltet Renate Kramer dieses Duett aus La Traviata. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn man von Halle spricht, vom Landestheater Halle, von seinem Musik- und Kulturleben, spricht man von Händel. Und wenn man von Händel spricht und der Entwicklung des
Lebens mit Händel, wenn ich einmal so formulieren darf, dann sollte man auch die Bekanntschaft mit einer Frau nicht versäumen, die wesentlich in den letzten Jahren mit dazu beigetragen hat, dass Werke Händels wieder spielbar und für unsere Zeit begreifbar wurden. Und das ist Waltraud Lewin, die wir recht herzlich hier auf der Bühne heute begrüßen. Danke. Frau Lewin, wir wollen gleich zur Sache kommen. Sie übersetzen und schaffen neue Texte. Bei welchen Händel-Opern ist das bisher aus Ihrer Feder schon geschehen? Ja, um sie aufzuzählen, die erste war Admetos, das war 1958. Mhm. Und von da ab eigentlich kontinuierlich jede Händel-Oper. Wir bringen jedes Jahr eine Händel-Oper heraus. Und bisher habe ich eigentlich in diesem Zeitraum alle Händel-Opern neu textiert. Mhm. Und Sie arbeiten natürlich mit Professor Rückert eng zusammen? Ich arbeite ganz eng mit Professor Rückert zusammen. Von ihm stammt eigentlich auch das Prinzip, nach dem ich arbeite, das ich nur weitergeführt habe. Und die nächste Händel-Oper, die also in dieser Spielzeit noch herauskommen wird, wird wieder von Professor Rückert selbst erarbeitet sein. Aha. Jetzt vielleicht zur Arbeitsmethode. Suchen Sie sich den Originaltext, der wohl, glaube ich, in jedem Fall italienisch war, heraus. Können Sie selbst etwas Italienisch oder nehmen Sie bereits vorliegende deutsche Übersetzungen als Grundlage? Die deutschen Übersetzungen, die vorliegen, sind in sehr wenigen Fällen brauchbar eigentlich. Man muss sich eigentlich immer an das Original halten. Ich benutze eine Rohübersetzung, kann aber auch selbst so viel Italienisch, um nachzuprüfen, ob das, was in der Rohübersetzung steht, wirklich stimmt. Ich glaube, die größten Schwierigkeiten liegen doch in den barocken Verzierungen der Musik und in den häufigen Textwiederholungen, natürlich in der originalen italienischen Sprache. Wie schaffen Sie das? Also die barocken Verzierungen sind bei Händel gar nicht so schlimm, wie sie vielleicht bei anderen Meistern der Zeit zu finden sind. Händel ist seiner Zeit schon voraus in der Hinsicht, auch vom Ideengehalt, vom Gedanklichen her, ist er eigentlich schon ein Meister der Aufklärung und der neuen bürgerlichen Gedanken, die fließen eigentlich schon ein. Was uns natürlich Sorge macht und was eigentlich meine Hauptaufgabe mit ist, das sind die endlosen Wortwiederholungen einer Händel-Arie. Wir haben heute eine ganz andere Beziehung zu einer Arie. Für uns ist sie nicht nur ein Konzertstück, sondern muss in einen szenischen Ablauf eingebettet sein. Und deshalb versuchen wir, einen fortlaufenden Text zu schaffen, der anstelle dieser Wortwiederholungen einen Sinn bringt, der die Arie in den Fluss der Handlung einbettet. Wir werden davon gleich im Anschluss wiederum zwei Kostproben erleben. Bevor wir uns verabschieden, Frau Lewin, eine letzte Frage. Sie ist vielleicht etwas provokatorisch. Sagen Sie, gibt es noch Arbeit für Sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Das heißt, gibt es noch viele händelsche Werke, die in dieser Form noch unentdeckt und unserer Zeit noch nicht wiedergegeben sind? Hier in Halle ist, glaube ich, ungefähr die Hälfte gespielt worden vom händelschen Schaffen. Also für die nächsten 20 Jahre hätten wir schon noch zu tun. Frau Lewin, wir danken recht herzlich, dass Sie uns noch in aller Kürze einmal über diese interessante Frage informiert haben. Und wie eben schon angekündigt, aus der auch von Ihnen mit neuem Text versehenen Oper von Georg Friedrich Händel, Scipio, erleben wir jetzt zunächst einmal die Arie der Armira, dargeboten von Inge Reul-Koltitz. Sie hat in Leipzig studiert und seit 1960 gehört sie zu diesem Theater. Und im Anschluss daran, die Arie des Scipio kann nicht drohen, so ist wohl der nunmehr endgültige Textbeginn, dargeboten von Jürgen Krassmann. Und wiederum erleben wir am Dirigentenpult Generalmusikdirektor Horst Thanow-Markgraf. Bitte schön. Nur einem sich
Auf dich allein. Ja, denk.
Verehrte Theaterfreunde, auch in unserem heutigen ungewöhnlichen Theaterbesuch wollen wir unsere alte, schöne Tradition fortsetzen, Ihnen, unseren Hörern, unseren Zuschauern, Ihnen, den Theaterbesuchern, die persönliche Bekanntschaft mit dem Chef des Hauses, mit dem Intendanten zu vermitteln. Er hat bereits an meiner Seite Platz genommen, Intendant Arno Wolf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, bevor mich Rolf Krikow ausfragt, Sie herzlichst am heutigen ungewöhnlichen Theaterbesuch willkommen zu heißen und Ihnen noch weiterhin angenehme Minuten und vielleicht sogar noch Stunden in unserem Hause zu wünschen. Aha. Ja, Intendant Wolf, vielleicht muss ich Sie enttäuschen. Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage und die sollte eigentlich reichen für unser kleines Gespräch. Ich hätte einige Gedanken erfahren zu Ihrem gegenwärtigen und dem bevorstehenden Spielplan. Herr Krikow, wenn Sie mir sagen, Sie haben wenig Zeit und ich soll Ihnen jetzt etwas über den Spielplan sagen, so ist das ein eklatanter Widerspruch. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Mhm. Sie wissen, die Aufstellung eines Spielplanes ist nicht so einfach. Besonders in Halle ist es besonders schwierig, weil die Publikumsstruktur sehr differenziert ist. Wir haben es im großen Bogen mit Chemiearbeitern, Bauarbeitern, Handwerkern, chemische Intelligenz, Angestellte, Universitätsprofessoren, Studenten, Buna-Werkern und so weiter und so fort. Also einem echten Querschnitt durch die Bevölkerung der DDR. Einem echten Querschnitt. Aus diesem Grunde muss auch der Spielplan eine entsprechende Vielfalt haben. Wir haben uns in den letzten Jahren bemüht, eine solche Vielfalt herzustellen. Wir haben in der Oper 4 korrespondierende Konzeptionslinien. Die bekannteste und die berühmteste ist die Händel-Konzeptionslinie, über die ja bereits gesprochen worden ist. Wir begehen in diesem Jahr die 15. Händel-Festspiele. Des Weiteren pflegen wir das Erbe Verdis, Nabucco, Traviata, Troubadour, ist Ihnen aus den letzten Jahren bekannt. Der nächsten Spielzeit planen wir Macht des Schicksals. Die dritte Linie, die wie gesagt mit allen anderen korrespondiert, ist die Linie der komischen und Spieloper. Sie haben gesehen den Barbier von Sevilla, Sie haben gesehen Entführung aus dem Serail, Sie haben gesehen Figaros Hochzeit. Sie werden diese Spielzeit am Ende noch sehen, Ero der Schelm. Die vierte Linie ist die Interpretation des gegenwärtigen Opernschaffens, was wir begonnen hatten mit Tschikas Auferstehung, Der wahre Mensch in Fortsetzung und in der nächsten Spielzeit aller Voraussicht nach Robert Hanels Esther. Soweit über die Oper. Okay. Mit der Operette haben wir in den letzten 2 Jahren einen, meine ich, sehr wesentlichen Sprung nach vorwärts getan. Wir versuchen in unserer Konzeption, die Brücke von Jacques Offenbach bis zum heutigen modernen Musical zu schlagen. Das ist unter der sehr rühmenswerten und verantwortlichen Leitung unseres Operettenoberspielleiters Klaus Winter in den letzten 2 Jahren, glaube ich, sehr geglückt. Und wenn ich Ihnen für die kommende Saison verraten kann, wir versuchen My Fair Lady, wir versuchen Bunbury und wir versuchen unter Umständen auch Bellamy als Musical auf unsere Bretter für Sie zu bringen. Interessante Perspektiven und vielleicht noch zu etwas, was zurzeit als den meisten Hörern und Zuschauern der Republik unbekannt auf dem Spielplan steht, das ist die Polly. Können wir dazu vielleicht einiges konkret erfahren, Intendant? Ja, ich bin ja noch eine, allerdings noch 2 Kunstgattungen schuldig, das Ballett, darüber wird Ballettmeisterin Haas mit Ihnen selbst sprechen. Ja. Aber über das Schauspiel wäre noch zu sagen, wir haben uns in letzter Zeit bemüht, unseren Schauspielspielplan wesentlich interessanter und vielseitiger zu gestalten. Ich nenne einige Titel. Ich fange bei den Rund- und Spitzköpfen an, gehe zur Drei-Groschen-Oper. Der Name Polly ist schon gefallen von Peter Hax. Der Besuch der alten Dame. Nicht zu vergessen, um 9 Uhr an der Achterbahn, was mit sehr großem Erfolge noch läuft. Und was in Neuproduktion ist, ein ähnliches Stück mit jungen Menschen, um junge Menschen, aber nicht nur für junge Menschen, am Tage der Hochzeit von Viktor Rossow. In aber Ihrer eigenen Regie, wenn ich das mal unterbrechenderweise sagen darf. Ja. Und wenn ich das auch noch verraten darf, das, was Ihnen zurzeit an der Arbeit die meiste Freude macht, nicht? Ist das so?
Zur Polly, ja. Ganz kurz. Sie werden jetzt einige Ausschnitte aus der Polly sehen. Ich will die Konferenz nicht übernehmen, aber bitte. Zumindest einen Anknüpfungspunkt finden. Die Polly ist thematisch die Fortsetzung der Drei-Groschen-Oper. Polly, die Frau des Räubers, möchte ich sagen, McKees, reist dem nach Amerika geflüchteten McKees nach, der dort als Moor verkleidet weiterhin sein Banditenwesen führt. Diese Banditen haben sich mit den Farmern der damaligen Zeit verbündet und kämpfen und führen einen Feldzug gegen die Indianer. In diese Situation trifft Polly und erlebt sehr interessante, amüsante und auch sehr lehrreiche Abenteuer. Ich glaube, die Kostproben, die wir jetzt hören und sehen werden, sprechen für sich. Und für die Kostproben, für den bevorstehenden Spielplan, möchte ich mir erlauben, im Namen des Hallenser Publikums recht herzlich dem Intendanten Wolf zu danken. Dankeschön. Ja. Also wie versprochen, drei kleine Ausschnitte aus dem Schauspiel Polly von Peter Hax mit einer Musik von André Asreel. Eine kleine Combo wird begleiten, deshalb haben wir jetzt vor geschlossenem Vorhang gesprochen, weil ein kleiner Umbau vor sich gehen musste. Und wir erleben einige namhafte Schauspieler des Landestheaters in Halle. Zunächst einmal Michaela Kreisler, die unsere Hörer und Zuschauer zu Hause aus manchem Fernsehfilm, manchem Fernsehspiel und manchem Film kennen. Michaela Kreisler als Polly mit dem Lied vom Rockenwhisky. Dann Heinrich Schramm, Juri Kramer und Walter Martin mit dem Lied vom grünen Leguan. Und schließlich Jutta Peters und Dietmar Obst in der Szene Wer wird binden meinen Schuh? Und das alles, wie gesagt, aus der Polly. Ihnen zur Freude recht viel Vergnügen.
Verehrte Miss Lockett, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nun allein in der Welt sind und das, worin alle übereinstimmen, jeder Mensch eines anderen bedarf, der ihm von Zeit zu Zeit gewisse Aufmerksamkeiten erweist. Wer wird binden deinen Schuh? Papa, Papa! Wer knöpft dir den Handschuh zu? Mama, Mama! Wer wird binden deinen Schuh? Papa! Wer knöpft dir den Handschuh zu? Mama! Und wer bringt dich bald zur Ruhe? Das macht mein süßer kleiner Bruder im Nu. Sie verstehen sich auf die Koketterie, was mir nicht missfällt. Jetzt aber frage ich Sie als künftiger Hippodrombesitzer und im Ernst. Wer wird binden deinen Schuh? Nur du, nur du. Wer knöpft dir den Handschuh zu? Nur du, nur du. Wer wird binden deinen Schuh? Du. Wer knöpft dir den Handschuh zu? Du. Und wer bringt dich spät zur Ruhe? Nur du und alle Tage wieder. Das macht mir keiner so gut wie du. Nein, 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 das macht mir keiner wie ich es. Vor allen Dingen, liebe Hallenser Theaterfreunde, ich hoffe, dass Sie mir es nicht verübeln, wenn ich jetzt gegen Schluss des zweiten Teils unserer Sendung eine Künstlerin ans Mikrofon bitte, die, glaube ich, in ganz Halle und weit darüber hinaus auch durch den Fernsehfunk ein Begriff ist, die Schauspielerin Ellen Weber. Wir begrüßen Sie recht herzlich und freuen uns, dass sie zu so später Stunde noch zu uns gekommen ist. Ja, und sie ist in vieler Hinsicht, darf ich das mal so formulieren, eine Rarität. Sie gehört zu den ganz wenigen Künstlern, die es tatsächlich fertiggebracht haben, in diesem Fall seit 1932 ununterbrochen am gleichen Theater geblieben zu sein. Ich glaube, das ist vielleicht eine Einmaligkeit in der Republik. Ellen Weber, Sie begannen in Halle überhaupt Ihre Bühnenlaufbahn. Ja, ja. Sind Sie gebürtige Hallenserin? Ja, jetzt kann ich wohl sagen. Also Sie haben es nicht verlernt, wie kann man das, wenn man der Stadt lebt, sie liebt, ja? Wenn ja. Man heute sogar Stadtverordneter in dieser Stadt ist, mit kulturellen Aufgaben betraut ist. Als was haben Sie damals angefangen? Ja, als Opernvolontärin nach einer Konzertlaufbahn habe ich mich dann entschlossen, es war immer mein Traum, zum Theater zu gehen und der erfüllte sich dann. Das heißt also, als Opernsängerin haben Sie begonnen, in welchen Partien zum Beispiel? Ja, Sie meinen jetzt irgendwie größere Partien, denn mit kleinen Partien habe ich erst mal angefangen. Aber ein Wunschtraum ging dann später in Erfüllung, als ich einmal die Agathe singen durfte. Sehr schön. Ich glaube, in Big Dame waren Sie auch zu hören. Ja, die alte Gräfin dann. Mit diesen wunderhübschen französischen Chansons. Ganz nicht? Recht, ja. Ja. Und dann wohl mit 35 Jahren ereilte Sie das Schicksal, wenn ich so sagen darf. Sie waren gezwungen oder genötigt, schon alte Damen zu spielen, ja, beziehungsweise komische Alte, wie man so sagt, ja, im Fach. Und Sie haben das beibehalten, einige wenige Jahre, ja. Ach, einige wenige Jahre, ich bin dabei geblieben. Naja, eben, ja. Klar. Ja, und sind nun heute, ich möchte sagen, eine solche Künstlerin, wie man sie leider nicht mehr häufig findet, die fast überall einsetzbar, verwendbar ist, im Schauspiel, in der Operette, wenn es sein muss, auch noch in der Oper. Ja, ja? Wenn es sein muss. Mhm. Sagen Sie eine letzte Frage, Ellen Weber, gibt es, wenn man so routiniert und nunmehr 34 Jahre am Theater gewirkt hat, gibt es da noch Lampenfieber? Ja, heute zum Beispiel. Im Ernst? Ja. Ja, nicht nur des Titels wegen, ja? Nun habe ich noch eine kleine Bitte. Wir haben in der vergangenen Sendung immer das Glück gehabt, dass so alte, ich darf so formulieren, bitte Theaterhasen sehr, so freundlich waren, jawohl. Theaterhasen freundlich waren, uns als so irgendeine kleine Anekdote, eine Geschichte zu erzählen, die sie selbst mal erlebt haben. Fällt Ihnen da was ein in diese Richtung? Ja. 34 Jahren. Wissen Sie, es gibt sicher eine Unmenge, aber wenn man gefragt wird, fällt einem keiner ein.